So, weiter geht's. Abby ist wieder da. Ja, es war Affe Helmut. Ich habe das eben mal nachgeschaut. Ja, hier geht's nach draußen. Also. Also theoretisch sollten wir in die Richtung weiter. Ja, geht's weiter nach unten? Ne, wa? Nach unten ist nichts mehr. Ne, das ist ja unten der Boden schon. Mhm. Ah, hier hängt ein Schlafsack raus, das ist 1C4. Investieren wir oder kommen wir dann an der anderen Seite, bevor ich jetzt sprenge? Ne. Ne. Dann 1C4 und go. Okay. Eine Doppeltür. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Das ist ein guter Test. Fange ich mal mit einem C4 an. Ich denke, das könnte ein Lootraum sein. Die haben die so seitlich an der Wand. Ja, genau. Ja, Wasser, Snap Trap. Nicht der Rede wert. Kannst du den Bauplan nehmen, ja, wenn du willst? Ja, ein bisschen. Bisschen Muni, Pistole. Ja, bisschen Crap. Hast du einen Bauplan genommen? Jo. Ja, die Wand ist jetzt für uns sozusagen falsch rum. Dann sprengen wir uns hier weiter durch. Noch eins. Es geht auch gar nicht mehr ums Loot. Es geht einfach nur darum, da war jemand, der sehr viel Mist erzählt hat. Und wir wollen niemals auswischen. Aber die Firma ist okay. Ich bin, das Ding will ich zerstören irgendwie. Das machen wir zum Schluss, ne? Wenn wir kein C4 mehr haben, stellen wir uns mit Picken hin und machen das Ding platt. So, dann würde ich hier in die Richtung gehen. Ja, bleibt ja nicht mehr viel, ne? Ja, machen wir das. Türrahmen. Ich hab, das ist mein letztes C4. Häng du einfach direkt 2 dran, bitte. Es geht schneller. Woran? Tür oder Tür? Türrahmen. Die Außenwand, weil der Türrahmen braucht weniger als die Tür. Jetzt habe ich das Tier als Tür und Tür. Also jetzt muss weiter auf den Stein quasi. Ich weiß nicht, als was das jetzt zählt. Das ist so mittig. Ah, gut. Das war noch außen. Sehr schön. Low Grade Fuel fliegt mir hier entgegen. Woher kam das? Warte mal. Wenn das die Doppeltür ist. Doppeltür nicht, die Doppeltür ist noch hier hinten. Okay, dann geradeaus. Ich brauche nochmal C4 von dir. Ja, hier. Machst du, oder ja, ein einziges. No. Oder so. Jetzt habe ich die anderen nicht in die Bar getan, jetzt muss ich selber warten, scheiße. Aber bist du auch dafür, dass wir dann die Firnis auch noch kaputt machen, damit die nicht neu bauen können? Oder nicht mehr nutzen können? Die haben doch im Haus eigentlich noch. Ich weiß nicht, was hier noch sein soll. Wir springen uns eigentlich gerade in die nach draußen, oder? Ja. Gucken, wie viele? 2, 3. 2 nach dem Gitter. Weiß ich nicht, was da sein soll. Müssen wir mal gucken. Ist das schon die Ausgang? Waren neben der Furnace. Ja, wir sind bald draußen. Also, da kommt dann der Ausgang. Das heißt, macht... die werden garantiert im großen Gebäude drin gehabt haben. Ja. Hier ist auch nichts.
Aber hier hinten ist noch Honeycomb. Hier sehe ich noch ein Dreieck. Vielleicht ist es doch noch nicht ganz draußen, wo wir hier sind. Ja, doch, hier ist die Wand. Ja, müsste eigentlich, ne? Ja, der Rest wäre jetzt Verschwendung. Also da bist du draußen. Wenn du hier oben guckst, bist du... Ja, dann sind wir durch. Lass uns die Furnace noch bearbeiten mit den Werkzeugen, die wir gefunden haben. 1, 2, 3. Und dann kommt der Vorraum. 3 Räume von hier aus. Ja. Ist draußen. Dann lass uns mal einfach, weil die uns am Anfang die Furnace so oft kaputt gemacht haben. Wir revanchieren uns. Ich würde so etwas normalerweise nicht tun, aber unser Gebäude, wir haben 3 Versuche gebraucht, um eine Furnace aufzustellen. Da man unbedingt Spaß dran hat, uns die ständig kaputt zu machen, bevor wir es absichern konnten. Das nennt sich dann Retourkutsche. Gerade ist der Hubschrauber unser bester Freund. Ja. Bei so wenigen, wenn draußen einer rumläuft, definitiv. Ja, können wir machen. Das Kerle vor die Base noch fest. Ich schreibe jetzt mal nichts zurück. Oh, guck mal da, da ist noch irgendwas. Wieso ist da eine Leiter? Und wo führt sie hin? Das war mal irgendwas, damit die da rauskommen. Mhm. Das ist aber vorne. $4,99, hab mal drauf gehauen. Kannst du von oben mal gucken? $4,98. Moment. Wo hämmerst du drauf rum? Mach das Bett noch kaputt. Okay. Das ist 2 vor dem Gitter und 1 nach rechts. So. Das Gitter und dann 2 nach vorne rechts. Die hatten hier einen Raum oben drauf. Mit einer Tür. Da sind sie vorher rausgekommen. Ah, hier ist noch eine Tür drin. Gucken wir mal. Kannst du... Warte. Was ist denn da? Ja, ich glaube, da geht's nach oben. Das ist deren Ausgang gewesen oder so. Richtig, das ist hier oben, wo die Tür drin ist. Dieses warte, kannst du mal gerade gucken... Ich mach gerade mal einen Schaden an dem. Jetzt 2,49. Hat eins der Dinger. Und dann eins nach vorne von dem. Einer der Böden müsste 2,49 haben. Ah, wo bist denn du? 4,93 hat einen Steinboden hier. Nee. Das meine ich nicht, was ich meine. Warte. 49 ist der hier. Also, dann eins nach vorne. Nee, das ist also verschoben. Der hier hat. In diesen Raum kommen wir. Weißt du was? Ich habe noch 2 C4. Ich geh mal gucken, ich weiß nicht, was für eine Tierart das war unten. Und dieses Sheet Metal, scheiße, ich weiß nicht, ob das reicht nicht, glaube ich. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, ja, wir versuchen es mal. Sheet Metal ist falsch rum, sollte mehr Schaden kriegen. Ja, das ist der Raum mit der Leiter, aber führt ins Nichts. Schade. Ah, hier ist überhaupt nichts. Die mit ihrer blöden Leiter.
Okay, dafür sind wir jetzt alles C4 los. So, Schild, du bist die Künstlerin, bitteschön. Dankeschön. Willst du es vorne dran? Wir haben ja eben Baurechte überall, oder? Ich wollte eigentlich ein Stadtschild, aber... Ein Stadtschild, warte. Ich hätte noch so ein Single-Sign-Post im Angebot, Stadtschild, ich kann einen Banner machen, aber für das brauchen wir alles mehr. Da müssen wir an die Basis zurück. Ein Stadtschild, 500 Metallfragmente, die ich nicht habe. Hast du welche gelootet? Nee, aber ich müsste da haben. Aber ich kann das auch hier so ranmachen. Mach das. Klatsch. So, schauen wir mal. Wer sich im Chat daneben benimmt, muss damit rechnen. Der Scherz ist leider, dass andere das wohl genauso gesehen haben und den... Das große Gebäude bereits gestern geradet haben. Und das ist schade. Wir haben nämlich nichts bekommen, was es wert wäre. Außer unsere Rache. Was da? Künstlerisch. Oh. War nicht so einfach. Hast du noch ein bisschen Holz? Nicht viel. 38 Stück oder so. Ah, nee. Weil sie am überlegen, da kein Cupboard steht einzustellen. Das ist ja erlaubt. Aber das kann ich auch später machen. Okay. Ich würde sagen, man kann es erkennen. Den Rest nenne ich künstlerische Freiheit. Warte, den Finger muss ich nochmal machen. Der ist. Fehlt auch ein R am Ende. Ach so, das ist in der Wand verschwunden. Wahrscheinlich. Vom Slayer? Mhm. Das ist in der Wand verschwunden. Das macht ja nichts. Ja, schauen wir uns den Rest nochmal kurz an und dann. Wir sind ja durch hier. Dann kann ich das Video auch beenden. Wie man sieht, die sind sehr erwachsen, also, ja, hat sich schon gelohnt. Guck am Ende mal. War es das wert. Ja, besser. Sehr schön. Ja. Jetzt versuch ich alles klar, schauen. Abby. Dann werde ich das Video mal beenden. Das war ein schöner Raid, es hat sich am Ende gelohnt. Noch irgendwelche letzten Worte von dir? Fuck you, Slayer. Perfekt, das ist doch ein schönes Ende fürs Video. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal.